Das ist gestern alles erklärt. Mensch, Mensch, das kann alles. Dann stell dir mal vor, wie viele Idioten alles einen Führerschein haben. Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Fahrschulfreitag. Ich bin seit, habe ich festgestellt, 10 Jahren Fahrlehrer. In dieser Folge reden wir darüber, was du aus 10 Jahren meiner Erfahrung für dich mitnehmen kannst. Fahrschul-Style, Fahrlehrer. Intro. Alter, 10 Jahre bin ich schon Fahrlehrer. Leck mich fett. Eigentlich kann ich dir für diese Folge 2 Sachen mit auf den Weg geben. Aller Nummer 1. Erste, wichtigste für dich, was du mitnehmen kannst, ist, häng das Ding nie an den Nagel. Egal, ob du 16, 17, 18, 21, 36, 68 oder 75 bist. Nicht aufgeben. Denn in diesen 10 Jahren haben alle, bis auf eine einzige Frau. Jetzt wollt ihr bestimmt noch wissen, was aus der Frau geworden ist, ne? Tatsächlich ihren Führerschein bekommen. Alle, die dran geblieben sind, haben ihren Führerschein bekommen. Auch wenn das irgendwann mal die 5., 6. oder 7. Prüfung war, am Ende haben sie es alle geschafft. Bis auf eine Frau. Eine Frau. Und die, die abgebrochen haben. Die, die gesagt haben, nee, ist nichts für mich. Die nach Hause gegangen sind, weiß ich nicht, was aus denen geworden ist, keine Ahnung. Aber alle, die durchgezogen haben und die dran geblieben sind, die haben den Schein bekommen. Das heißt, wenn du irgendwo zu Hause sitzt und denkst, boah, Fahrschule ist nichts für mich, das ist nicht mein Ding, ich schaff das sowieso nicht, ich fall sowieso wieder durch, alle anderen sind besser und so. Dann stell dir mal vor, wie viele Idioten alles einen Führerschein haben. Und wenn die einen haben, ganz ehrlich, dann kannst du auch einen haben. Also das ist mein Nummer 1 Learning aus 10 Jahren Fahrschule. Gib niemals auf und bleib immer dran. Dann kriegst du das Ding am Ende. Ob in 3 Monaten, in 5 oder in 2 Jahren oder in 5 Jahren. Aber du kriegst das Ding. 100%. Da bin ich mir sicher. Tipp Nummer 2 ist, wenn du nicht an dich glaubst, tut's keiner für dich. Das musst du machen. Also dein Fahrlehrer, ich, je nachdem, auf was für einen Vogel du da hast. Manchmal habt ihr auch Fahrlehrerinnen, da gibt's auch ganz gute. Je nachdem, wenn du da sitzen hast. Letztens habe ich eine MP3 von einem zugeschickt bekommen. Da hat der Typ rumgeschrien. Warte mal, vielleicht kriegt man das irgendwie hin. Genau hier vorne. Ich konnte das gar nicht glauben, dass das ein Fahrlehrer war. Ehrlich jetzt. So. Nicht so viel. Und auf dem Gas so rum. Springt der ganze Wagen, der schaukelt. Der bricht ja bald auseinander, wenn du Auto fährst, Mensch. Das kann doch nicht sein, sowas. Mensch, warum so doll bremst? Warum? Du brichst mir mein Auto kurz und klein. Ich habe bis gestern alles erklärt. Mensch, Mensch, das kann alles. Also selbst wenn du auch so einen Fahrlehrervogel hast, wechsel die Fahrschule. Hau in den Sack, sag, Alter, du gehst mir um den Sack, ich gehe woanders hin und dann schaffst du das. Lass dich nicht irritieren, nur weil dein Fahrlehrer ein Vogel ist oder deine Fahrlehrerin. Du musst an dich glauben und du musst das für dich machen. Hol dir den Führerschein und dann ist gut. Das ist Tipp Nummer 2. Mit den beiden Tipps seid ihr durch mit der Nummer. Nie aufgeben, zieh durch bis zum Ende. Und Tipp Nummer 2 ist, bleib dran, sonst... Du musst an dich glauben, sonst macht's keiner. Und dann bist du durch mit der Nummer. Dann kriegst du das Ding. Bin ich mir sehr, sehr sicher. Jetzt wollt ihr bestimmt noch wissen, was aus der Frau geworden ist, ne? Diese Frau war, pass auf, wir machen einen Intim-Talk hier, pass auf. Bei der Frau war das so. Die wollte gar keinen Führerschein. Ihr Mann wollte unbedingt, dass die einen macht. Und der hat die immer zur Fahrschule gebracht. Der hat die immer dahin gebracht. Und die saß immer bei mir im Auto und hat gesagt, Robby, ich habe gar keinen Bock auf die Scheiße. Ich habe gesagt, ja, was soll ich machen? Ich habe genug Fahrschüler jetzt hier. Ich muss auch nicht mit dir. Tja, aber mein Mann will unbedingt. Und dann haben wir eine Prüfung gemacht, 2. Prüfung, 3. Hat der Prüfer ihr gesagt, lassen Sie das sein. Sie wollen da eh nicht. Die war 65 und die wollte eh das nur machen. Ihr Mann wollte, dass sie das macht, damit sie einkaufen fahren kann allein. Vielleicht damit sie Mittagessen macht, aber ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat die am Ende des Tages, Gott sei Dank, abgebrochen. Das wäre nichts geworden. Da wärt ihr da draußen nicht sicher gewesen bei der Lady. Das war, da habe auch ich ganz schön als Fahrlehrer geschwitzt. Das war, das war krass. 10 Jahre bin ich schon Fahrlehrer, kann man gar nicht glauben, oder? Leck mich fett. Anyway, was ich euch noch fragen wollte ist, ja, ich mache das ja schon 10 Jahre und falls euch interessiert, was ich so in diesen 10 Jahren alles, warte mal, man kann doch, wisst ihr was das ist, was da steht? Da steht ein Besen, Alter. Ich kann doch kein YouTube-Video machen, wo ein Besen steht. Falls euch interessiert, was ich in den 10 Jahren alles für krasse Storys erlebt habe, schreibt mir das in die Kommentare. Weil dann mache ich mal eine Folge darüber, was so meine Storys waren. Einfach in die Kommentare unten drunter schreiben, dann weiß ich Bescheid, dann kann ich mal nächsten Freitag oder so, hau ich ein paar Storys raus. Ja, aus 10 Jahren Fahrschule, das war schon wow. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Kurze Folge heute. Denkt dran, ich hab euch lieb. Wir sehen uns. Tschüss.